Ja, willkommen Leute zu diesem Video. Heute am 24.12. Erstmal schöne Weihnachten wünsche ich euch allen. Gestern habe ich noch hier ein bisschen rumgeschaut, habe hier auch den Adventskalender gesehen, habe hier alle Geschenke abgeholt. Und ja, ich wusste das nicht, aber auf jeden Fall haben wir jetzt noch zusammen hier das 24. Festrennen. Bin gespannt, was drin ist. Und es ist ein Zauberbaum drin. Es ist eigentlich ein Item, glaube ich. Den hatte ich früher auch schon mal, er ist neu dazugekommen. Aber ich habe gestern noch drei geheimnisvolle Setzlinge bekommen. Und ich würde sagen, die ande ich jetzt mal mit euch langsam ab. Jetzt bin ich mal gespannt. Vielleicht kommt da was richtig Geiles raus. Auf jeden Fall super. Wie ihr vielleicht seht, bin ich jetzt auch schon Level 6. Da ich einiges gemacht habe in der Zeit, habe einfach geerntet. Und das erste ist leider nur ein Walnussbaum XL, was mir eigentlich auch nichts ausmacht, sondern eher Freude bereitet. Da ich so einen noch nicht hatte und ich mir jetzt einige Moves ersparen kann. Ich bin gespannt, was der zweite ist. Ein Vogelbaum XXL. Ich weiß nicht, wie viel jetzt momentan so eine Vogelbeere am Markt wert ist. Das können wir aber gleich herausfinden. 26 Moospennies, das heißt, für knapp 22 können wir sie verkaufen. Und ja, 22 Moospennies, naja, ich meine, besser für nichts ist es ja, wenn man viel hat. Und der letzte geheimnisvolle Setzling, was würde sein? Ein Duftbaum kann man immer gebrauchen, sehr schön. Oh, verklickt, so. Jetzt würde ich sagen, ernten wir hier mal alles ab. Außerdem habe ich noch ein Winterzauberteleskop bekommen. Ich mache das jetzt mal kurz weg. So. So sieht die Farbe normal aus. Okay, ein bisschen fertig. Okay, so. Es läuft auch gerade ein Weihnachtsevent. Ja, ich würde sagen, schauen wir jetzt dann auch noch mal kurz vorbei. Erstmal nachpflanzen hier. Oh, nice. Level 7 erreicht mit euch gemeinsam. Ich würde sagen, wir kaufen uns auch gleich neue Sachen. Aber solange das Event ist, wollen wir hier noch diese komischen Pflanzen einpflanzen. Bei meinem Kumpel MegaGamersWeek 17 läuft aber gerade auch ein Gewinnspiel. Da kann man bis zu den Europacef-Karten gewinnen. Das ist der erste Preis. Der zweite Preis wäre 2 Europacef-Karten. Und der dritte wäre ein Handwerksprodukt nach Wahl. Ich mich jetzt nicht wenn ich das falsch gesagt habe, ich werde seine Homepage dann unten verlinken. Macht mir beim Event, also bei ja, seinem kleinen Event. Mitmachen lohnt sich auf jeden Fall, denn man kann eigentlich nichts verlieren. Ich hoffe, das Event ist noch nicht zu Ende. Wenn ja, fürs nächste Mal. So, ein bisschen Hühnerfutter mischen. Und dann würde ich sagen, kaufen wir. Ne, erstmal zu unserem kleinen Freund. Ja, da bestimmt wieder Geschenke für uns. 105 Erfahrungspunkte, sag ich mal, und ein Freidreh oder ja, Freidreh am Fahrmühl. So, nice. Und dann gehen wir auch gleich mal zum Fahrmühl und schauen, was uns der beschert. Also, das ist aber übertrieben laut hier. Ein Ziegenstall, das ist. Also das, ich habe mir nicht gedacht, richtig geil. So ein Ziegenstall. Den hätte ich jetzt so oder so gebraucht. Und jetzt muss ich mir den hier auch nicht mehr kaufen. Ich würde sagen, solange wir noch Platz haben, können wir ihn auch ruhig hier hinstellen. Ziegenfutter mischen wollen wir uns jetzt aber nicht. Sondern wir kaufen uns das jetzt einfach mal am Markt. Ich glaube nicht, dass das jetzt so teuer wird. Ziegenfutter hier. Ja, ich meine, vielleicht gibt es ja für ein nicht so viel jetzt. 10 für 2. Oh. Ja, dann gönnen wir uns mal 10. Tut ein bisschen weh, denn so viele muss man jetzt haben ja noch nicht, aber naja. Für unsere Ziegen ist uns doch nichts zu schade. Außerdem haben wir noch den Duftbaum bekommen. Und den werden wir jetzt auch hier hin platzieren. So,
Nee, der gefällt mir hier irgendwie nicht so gut. Nee. Oh, falsch gekommen. So. Hier. Wo stellen wir den hin? Nee. Der braucht zu viel Platz. Stellen wir ihn doch erstmal hier hin. Nee. Hier lassen wir ihn stehen. Erstmal. Erstmal zu Penny. Hohoho, vor allem Werbung. Ich bin böse. Ja, ich hoffe, es hat euch für heute gefallen. Ich hoffe, ich habe auch nichts vergessen. Außer, dass ich hier noch neue Samen kaufen wollte. Brombeeren habe ich noch nicht. Können wir uns mal sehen. Sonnenblumen habe ich auch noch nicht. Können wir uns auch noch mal sehen. Hier ist einfach schon Hafer, habe ich auch noch nicht. Können wir uns auch erstmal 10 Stück. Mais müssen wir uns auch noch kaufen. So wie Sellerie. Und natürlich auch Kartoffeln. So, jetzt haben wir erstmal vorgesorgt mit Lebensmitteln. Die Tiere dürfen aber auch nicht fehlen. Und vor allem auch die Bäume. So. Was haben wir denn da schon alles frei? Ne, weil Haselnussbaum haben wir ja schon bekommen, zum Glück. Jetzt weiß ich mich auch irgendwie freut ein bisschen. Jetzt haben wir uns die nicht mehr kaufen müssen. Aber Stelle, glaube ich, gibt es auch noch einige neue. Hasenschal haben wir noch nicht. Aber wir haben auch noch kein Hasenfutter. Das heißt, wir warten noch ein bisschen ab. Aber wir können ja hier schon mal bei diesem Event vorbeischauen. Und zwar haben wir hier schon ein paar Sachen. Hier. Wir brauchen hierfür 7.350 und hiervon, ja, okay, wir brauchen noch ein bisschen was an Sachen. Ja, ich glaube, das erste Event müssen wir auslassen. Bin mir jetzt nicht sicher. Vielleicht beschenken wir mich hier meine Nachbarn noch fleißig, so wie ich das jetzt auch mal machen werde. Und zwar werde ich ihnen hier Geschenkspapier. Ich ihn einfach mal jeden eins schicken. Ich hoffe, ihr erdet mich auch als Freund. Ich werde euch natürlich auch so viel wie geht ein Geschenk schicken. Also täglich eins oder höchstens jeden zweiten Tag eins. Also mindestens jeden zweiten Tag eins. Falls es hier nicht ganz ausgeht. Okay, und was ist das jetzt hier? So. Und so einen Lag lassen wir uns natürlich jetzt mal nicht hier alles versauen. So. Okay. Ich darf nicht Escape klicken, während ich hier die Geschenke verschicke. Okay. Ein Geschenk hätte ich noch frei. Also wenn ihr Bock habt, dann mich gerne aus Freund. Naja, das war's auch wieder mit dieser Folge für heute. Wenn es euch gefallen hat, liken, würde mich sehr freuen. Abonnieren natürlich auch. Schaut morgen wieder vorbei. Morgen gibt es wahrscheinlich auch eine neue Folge. Good Game Empire und Grepolis. Das Online-Game der Antike, das ich auch schon 6 Jahre mindestens spiele. Ja, ich wünsche euch noch frohe Weihnachten. Schönen Gruß an eure Freunde und so weiter. Macht es schön und ja, bis morgen.